Ich hoffe nur, dass wir nicht nachher noch einen Bosskampf hier gegen den riesigen Adler, Rabe, ich habe keine Ahnung. Könnte ja auch ein Rabe von Odin sein, ne? Wer weiß das schon? Ah, oh, wei, wei. Warte, ich glaube, ich sehe Baldur davon. Bitte nicht. Mit wem redet er denn? Er darf uns nicht sehen. Hör zu! Du hattest kein Recht. Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hexe. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frauen, alles ist voll. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte. 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 Befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir. Irgendwann dankst du mir. Du wirst mir... Komm schon. Oh Gott. Freya hat ihn unsterblich gemacht. Unverwundbar, sage ich mal lieber. Sohn, wir finden eine Lösung. Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß es. Oh Gott. Oh Baldur. Ich bin ein Feigling. Ich bin ein Feigling. Ich bin ein nutzloser Feigling. Freya ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Na, dann weiß ich's auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Was? Sollen wir Baldur mitnehmen oder bleibt ihr jetzt hier? Wir kommen da rein. Müssen wir da rein? Wir können da rein. Sollen wir da rein? Kommen wir zur Kiste oder kommen wir zu Baldur? Nur zur Kiste. Okay. Ich dachte schon, weil dem will ich jetzt nicht unbedingt begegnen. Freya ist also seine Mutter und hat ihn unempfindsam gemacht, sag ich mal. Ja, das ist das große Problem. Bei The Witcher, Hearth of Stones, das ist das gleiche, dass da der eine Typ da unsterblich wird, aber da erfährt man auch sehr gut, dass es Segen und Fluch gleichermaßen ist. Man sieht alle sterben, die man liebt, man verliert die Empfindungen, man verliert Freude und Glück, weil man bekommt ja alles, man ist ja unsterblich, man kann ja alles erreichen, so oft man will. Und wenn es nicht gelingt, versucht man es tausendmal nochmal.
Und irgendwann gelingt es schon. War das Zeus? Nee, ne? Oder? Wer ist dieser Vogel da oben? Ich kenne mich leider mit Helheim nicht aus, mit der Mythologie. Gibt es da irgendwas, dass irgendwie ein Adler über Helheim wacht oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Hey, wir dürfen Runen suchen. Freue mich. Ich glaube, ich wäre aber gerne unsterblich. Ich weiß nicht. Schwierige Frage, oder? Ernsthaft? Wie doof ist das denn? Na, okay, so geht das. So. Okay. Das war ja einfach. Ich hätte ganz gerne, dass wir die Rage-Leiste und die Lebensenergieleiste komplett voll machen. Die Hälfte haben wir ja schon, die Lebensenergieleiste. Was denn einfallen lassen? Und ein Hörnchen, tatsächlich. 2 von 3 aber erst. Gerade. Ernsthaft. Yeah.
Okay, den Kampf hat Atreus gemacht. Schnell weg hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Was jetzt? Lass mir ein wenig Raum. Sehr auffällig, was wir hier gerade machen. Das Boot ist groß genug, als um es als Arena zu nutzen. Das gefällt mir nicht. Was kann ich tun? Du hast schon genug getan. Die Seile kappen vielleicht. Oder ach hier. Nur vergesst nicht, dieses Boot kriegt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahnen erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Es gibt das. Ja, das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Weiß es nicht, was machen wir denn? Kratos, ne, irgendeine Idee? Krass gemacht. Dein Vater denkt nach. Dann sind jetzt die Segellose. Sieh her. Ist ja logisch, was wir jetzt machen. Wir werden. Wir schweben. Die Hitze von den Feuern. Wir schweben tatsächlich. Und wir sitzen wieder fest. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Wie eine riesige Himmelslaterne. Ist so krass, ne? Wir fliegen einfach mit einem Boot durch Helheim. Dürft ihr keinem erzählen. Ich hoffe nur, dass unser guter Baldur nicht irgendwo auf Bord geschlichen ist. Legendär Zauber. Mehr Brandschaden. Wir fliegen einfach. Das ganze Boot fliegt. Es ist verrückt. Sagte, bleib auf dem Boot. Bleibe auf dem Boot.
War ja einfacher als ich dachte. Und auch hier wieder ein schönes Secret, oder? Tschüss, großer Adler, war schön mit dir, was auch immer du darstellen sollst, ich weiß es nicht. Und jetzt? Will ich nicht noch höher? Ah, hier geht's höher, okay. Doch höher. Runter. Da geht's runter. Was soll ich denn jetzt hier machen? Das Boot hängt an der Brücke hier fest. Ich glaube, ich brauche einen Tipp, liebes Spiel. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich machen soll. Mein runter ist ja definitiv falsch, oder? Macht ja keinen Sinn. Da komme ich auch nicht mehr hoch. Ich muss ja schon nach oben, das war ja der Sinn der Sache. Sinn der ganzen Sache. Verstehe es gerade nicht so richtig. Hä? Ach, hör auf. Jetzt sag nicht, das war alles optional. Für... Kann auch nicht sein, oder? Das ist nur für eine Kiste. Ich muss einfach nur hier drehen. Hört auf. Warte, Tochter. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Okay. Geschafft! Ist frei! Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein.
wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Bereich entdeckt. Himmel von Helheim. Wir wissen, wer das ist. Das ist Zeus. Eisberg! Backbord! Festhalten! Oh nein. Oh nein. Ich befreie uns! Jetzt aber. Weg damit! Kopf, wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Seite! Ich meine Backbord!
nicht noch eine. Eins. So, und Nummer 2, schnell weg damit. So. Wir sind frei. Mimi, wie kann das Feuer brennen? Wie wäre es mit Agi? Oder die Klingen? Oh, wir sind direkt beim Vogel. Müssen wir hier hinten rumfliegen, Mensch? Wie viel Pech kann man haben, ey? Schnell, schnell, schnell die Harpune lösen. Es ist Wahnsinn. Wir haben doch nur zurück nach Midgard. Schnell, ich trigger doch schon. Oh.
mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Ihr seid ja beide irre! Wir verlassen diese Welt. Jetzt! Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Das ist wahr. Geheime Kammer von Odin. Ihr wisst, was das bedeutet, oder? Eine weitere Walküre. Hierher hat Odin seine besten Hinweise zu Jötunheim gebracht. Eieiei. Hat er das? Die Suche nach einer Spur des Jötunheim-Turms bleibt erfolglos. Nicht nur in Midgard, sondern in allen Welten, in denen der Turm einst stand, bleibt nun lediglich ein mysteriöses Echo. Wäre er durch bloße Kraft zerstört worden, wäre noch etwas davon zu sehen, aber hier scheint es Magie gewesen zu sein. Irgendwo muss er sein. Unsere Schar treuer Spione wächst stetig. Ich bezweifle nicht, dass wir ihn finden, wo auch immer er sein mag, der Rabenwächter. Auge der Außenwelt. Episch, Zauber, Bonus auf alle Werte. Ach, hör auf. Nehme ich natürlich mit. Stil sticht sofort ins Auge. Grauenhafter Stil. Sieh doch mal, die fehlende Tafel über dir. Odin hat sie gestohlen. Aber warum? Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also, das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigen Sie? Ich habe keinen Schimmer. Es kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tyr. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Und die Runen da an den Ecken? Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher? Das erkenne ich zu gut. Seine Augen, es sind Juwelen, wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jötunheim. Wie meinst du das?
Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht. Oh mein Gott. Okay, also zuallererst haben wir da oben natürlich das Symbol, was Kratos auch hinten als Anhänger für die Axt hat. Ja. Cool. Okay, wir kommen doch noch nach Jotunheim. Ich freue mich, glaube ich. Hier oben drüber, das ist ja interessant. Ich dachte schon, hier wäre eine Valkyrie. Aber Gott sei Dank nicht. Okay. Jetzt freue ich mich aber auch schon, wenn wir zurück sind. Helheim ist schon echt anspruchsvoll. Junge. Was du vorhin sahst. Ich habe nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Ja. Na schön. Also dann kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns um den Schlüssel. Wo ist dieser Zwerg? Das war das Ende von God of War 3, was wir gerade gesehen haben. Der Tod von Zeus. War ja was, ne? Okay. Helheim verfügbar. Was ist nicht verfügbar? Alfheim ist verfügbar. Jötunheim ist nicht verfügbar. Warnheim ist nicht verfügbar. Monuspelheim ist verfügbar. Und das ist diese Bonuswelt, glaube ich, ne? Aber wir gehen erstmal zurück nach Midgard. Ich hoffe, wir lassen einfach Baldur hier. Der hat kein Bifrost, weg ist er. Warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er? Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur und Freya denke, dann... Wie mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Komm, sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Mimir! Ja, Junge? Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich? Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Oh. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. Interessant. Baldur ist nicht unsterblich und unverwundbar. Das merken wir uns. Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tand herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Skorpschlacke. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Das soll mich doch... Ist das... Wo hast du...
Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum. Lass es uns angehen. Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Was? Ich bin auch gereift. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stahl noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt. Oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt eben nie aus. Nicht wahr? Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein, vergiss das hier nicht. Zu grinsen. Es ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Wie schön, das freut mich richtig. Das freut mich wirklich richtig. Mein Bruder und ich haben ein neues Projekt. Jetzt, wo wir wieder miteinander reden. Also ist ja super. Was darf's denn diesmal sein? Das ist ja cool. Ja, ich würd's. Oh. Das Neue? Das ist doch neu, oder? Das ist neu. Uiuiui. Sieht nicht schlecht aus, Hüftrüstung. Ah, wir müssen erstmal hier verbessern. Brustrüstung. Können wir nicht. Armrüstung. Das können wir. Na gut. Besser als gar nichts. Und was war es noch? Die Chaos-Klinge konnten wir verbessern, ne? Genau. Die werden auch immer mächtiger. Okay, Zauber, ja. Ressourcen. Chaosflamme kaufen für Rasis Inferno von Muspelheim. Eieiei. Alles wunderbar. Und Nebenaufgabe. Was wollt ihr? Mit dem Wetzstein und dem Hammer, die ihr besorgt habt, können mein Bruder und ich die Dwegradikür bauen. Eine legendäre Zwergenrüstung. Wir brauchen nur noch 3 mythische Zutaten, bevor wir loslegen können. Und die wären? Keine Ahnung. Die Rüstung ist eine Legende und die Details geheimer als das Hinterteil eines Wolfs. Wir sollen für euch Teile einer Legende finden. Der alte Zwergenkönig Mozognir hat 2 gefunden, das weiß jeder. Aber als er die 3. gesucht hat... Puff, verschwand er. Vielleicht findet ihr in seiner Festung in Konunsgard Hinweise. Und seht mal hier, ein Zugangstein für Konunsgard. Mit eurem Namen drauf. Wie seltsam aber auch. Okay. Die Festung liegt nordwestlich von hier, hinter dem Svartalfheim-Weltenturm. Große Steingebäude, gruselige Atmosphäre, leicht zu erkennen. Die Höllebrüder sind wieder in Aktion. Ich kann's kaum erwarten, loszulegen. Dass ich den Tag noch erlebe, an dem wir wieder als Duo basteln. Aber es fühlt sich gut an, vor allem für das hier. Hab mich so daran gewöhnt, allein zu arbeiten. Hätte fast vergessen, wie nützlich ein paar helfende Hände sind. Es ist so viel leichter, Skorpschlacke zu schmelzen, wenn jemand anders die Temperatur misst. Das wird unsere bislang beste Arbeit. Wir brauchen nur etwas Hilfe von euch.
Gerne. Können wir noch etwas für dich tun? Nee, nur schön, dass ihr klar seid. Ah, tja, dasselbe gilt für euch. Ha. Ich hab mich einfach zurückgezogen. Hast ihm gesagt, was er hören musste, hab ich gedacht. Hab ich längst. Wie du sagst, wir kommen klar. Jetzt zurück an die Arbeit, bevor ich sentimental bin. Oh. Ja, irgendwie hat der gute Atreus seine Stimme verloren. Ist ein bisschen leise geworden. Am Laden bestimmt wieder normal. Lass mich kurz gucken. Das ist okay, das ist okay. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann die Nebenaufgabe. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Hier aus dann? Wahrscheinlich, oder? Denk mal schon. Ja, und ich will schnell reisen, aber es ist immer noch nicht freigeschaltet. Merkwürdig, ne? Wir gehen noch einmal raus. Ist alles noch beim Alten? Ja, ne? Das ist noch wie vorher. Jetzt müssen wir nur rausfinden, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört. Muss ja irgendwo im Tempel sein. Da unten tatsächlich? Egal, ne? Wie gesagt, erst die Nebenaufgaben mit der Zwergenrüstung. Die machen wir dann beim nächsten Mal. Die Schlange ist immer noch da, wo sie vorher war. Oder gewandert. Ne, die ist immer noch da. Na, die ist jetzt ein bisschen zur Seite gewandert. Okay. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei God of War und beim nächsten Mal. Ja, wie gesagt, erst die Nebenaufgaben mit der Zwergenrüstung und dann geht's weiter mit dem Schlüssel. Vielen Dank und bis dann. Ciao. PlayStation.